Was war das? Ein quietschendes Scharnier vielleicht? Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht, Mann. Hier wird's langsam echt gruselig. Ich halte das nicht aus, Bro! Was haltet ihr nicht aus, Freunde? Hey, das war ich nicht! Woher stammen denn diese humorvollen Pfeiftöne? Das war ich! Robin, du hast den Pfeifton gelernt! In der Tat, Starfire! Pfeifen geht aber anders, Bro. Nicht für mich! So wie ich es bei meinen anderen Schwächen auch mache, benutze ich stattdessen ein Gerät. Robin, Pfeifen ist nicht wie Fliegen oder Laser aus deinen Augen schießen oder super stark sein oder teleportieren oder Unverwundbarkeit oder Fliegen oder Laser aus deinen Augen schießen oder super stark sein oder teleportieren oder Unverwundbarkeit oder super stark sein oder teleportieren. Ich hab's kapiert, ich habe keine Superkräfte. Ganz genau, die hast du nicht. Ich sage ja nur, dass Pfeifen eine Fähigkeit ist, die jeder erlernen kann. Das ist es. Es ist wie das Erlernen der neuen Sprache. Deswegen brauchen wir eine richtige Intensivtherapie. Richtige Intensivtherapie. Also, werdet ihr ab jetzt etwa nur noch durch Pfeiftöne kommunizieren, Leute? Und dadurch soll ich es dann schneller lernen? Aber wie könnt ihr euch mit Pfeiftönen unterhalten? Das macht doch keiner! Aber wie... Pfeifen 101. Pfeifen kann oder nicht, muss ich euch daran erinnern, dass die Hive etwas plant. Und wer führt uns im Kampf gegen sie an? Ich. Ich bin euer Anführer. Bro, du kannst nicht mal deine Lippen zusammenführen, um superschöne Mundmusik zu machen. Oh, das stimmt. Ihr müsst mir helfen, Leute. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit. Bitte benutz Worte. Reise zu den mystischen Bergen von Gomera und finde den Meister des Pfeifens, okay?